Wunderbar, wunderbar. Ti da 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 Bitte. Danke. Ich schau nur. Ja, bitte. Schauen Sie nur. Regnet's schon draußen? Nein. Aber bewölkt ist es noch immer. Ja.
Bitte, wenn Sie den Artikel wieder auf seinen Platz zurücklegen wollen. Was soll denn das sein? Ein Einfach-Tongo. Ein was, bitte? Ein Vibrator. Batterien kosten extra. Arbeitet auf 3 Geschwindigkeiten. Schnell, superschnell und Turbo. Ein neues Haushaltsgerät? Einen Vibrator kennt heute jeder. Nein, nein, sagen Sie mir doch, wofür dieses Ding gut ist. Wie soll ich sagen? Ja, sagen wir so, Ihr Gatte kommt eines Abends nicht nach Hause und Sie haben so ein Verlangen nach Ihrem Gatten. Mein Mann ist am Abend immer zu Hause. Er ist Chirurg. Er operiert spätestens bis 3:30. Anschließend bespricht er sich noch mit seinen Oberärzten und Assistenzärzten. Zweimal in der Woche hat er seine Privatpraxis in der Nussdorfer Straße. Aber am Abend ist er zu Hause, immer. Mein Mann ist am Abend immer zu Hause. Ja, von mir aus. Und was kostet dieser superschnelle Einfach-Dongo? 4,99. Der Doppeldongo, welcher gleich daneben steht, ist nur um 100 Schilling teurer. Leistet aber natürlich das. Was um Christi Himmels Willen ist ein Doppeldongo? Sinn und Zweck eines Einfach-Dongos kann ich mir ja noch irgendwie vorstellen. Aber ein Doppeldongo? Was bitte ist ein Doppeldongo? Ein Doppeldongo. Ich lausche. Gebe Ihnen eine Gebrauchsanweisung. Sie sind von der 215er. Heißt immer, die Frauen sind benachteiligt im Berufsleben. Wir müssen den Männern Platz machen, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, die Frauen drängen sich überall hinein. Gibt es im Burgtheater einen männlichen Souffleur? Ich frage Sie das jetzt. Gibt es im Burgtheater einen männlichen Souffleur? Was bitte ist die 215er? Nein! Gibt keinen männlichen Souffleur im Burgtheater. Hat sie alle hinausgeschmissen, fertig gemacht. Überall Weiber, der Kraus, der Balser, der Attila und sogar die Wesseli. Die hätten nie mit einem weiblichen Souffleur zusammengearbeitet. Aber heute überall Weiber, auch bei der Polizei. Aber mir können sie nichts anhaben. Videos mit Kindern und Tieren, die gebe ich nur gegen einen Ausweis ab. Und echte Tötungen, die führen wir gar nicht. Entschuldigen Sie bitte, für wen halten Sie mich eigentlich? Na, hören Sie, Sie sind doch eine Polizistin. Abteilung 2-15. Bekämpfung unsittlicher Verbreitungen und Schutz der Jugend. Ich arbeite beim Fernsehen. Abteilung Kinder und Familie. Ist ja wahr. Überall. Weiber. Bitte, wenn Sie sich nur in Ruhe alles anschauen wollen. Kennen Sie die Sendung Herzschläge? Das ist eine Partnerschaftssendung. Hat extrem hohe Einschaltquoten. Die Hintergrundmusik ist von mir.
Ich meine, ich suche sie aus. Das Geschäft gehört nicht mir. Bin nur am Umsatz beteiligt, aber sehr wenig. Furchtbar. Eigentlich furchtbar, wenn man sich das alles so anschaut. Und so etwas kaufen die Leute. Wer bitte? Wer bitte kauft so etwas? Das müssen doch durch die Bank kranke Menschen sein. Gestört oder vereinsamt oder beides. Na bitte, bitte. Das zum Beispiel. Was soll das sein? Eier. Eier. Soll ich mich da draufsetzen und sie ausbrüten? Nicht draufsetzen, hineinstecken. Ich ahne ja, wohin ich diese Eier stecken soll, aber was dann? Ja, dann müssen Sie damit herumgehen. Geradeaus oder im Kreis? Wie Sie wünschen. Und was habe ich davon? Laut Prospekt mindestens 3 Orgasmen am Tag. Dank dieser Plastikeier? Gibt sie auch in Elfenbein. Ne? Oder in Gold, natürlich nur Vorbestellung. Ich mag keine Eier, mein Cholesterinspiegel ist zu hoch. Das scheint ein verbreiteter Zustand zu sein. Neulich hat mir die Stadträtin für Kultur erzählt, dass sie einen entsetzlich hohen Cholesterinspiegel hat, obwohl sie strengste Diät hält. Wie ist es mit Ihrem Cholesterinspiegel? Dann normal oder auch zu hoch? Wie halten Sie es denn mit den Eiern? Wofür halten Sie uns Frauen eigentlich? Für eine Flasche, die man zustöpseln muss? Auf das Gerät gibt es 2 Jahre Garantie. Bitte, wenn Sie nichts kaufen wollen, dann ist es gescheiter, Sie gehen, ja? Ach so? Ja. Helfen Sie mir doch. Ich weiß einfach nicht, was ich kaufen soll. Sie müssen mich beraten, so richtig beraten. Das kenne ich. Wenn wir als Kinder Verstopfung hatten, hat uns die Mutter damit immer einen Einlauf gemacht. Ich erinnere mich nur allzu gut. Sind Sie auch ein Fachgeschäft für medizinische Artikel? Und was könnte man damit machen? Das müssen Sie sich rektal einführen. Sie sprechen Lateinisch? In den Arsch schieben. Verstehen Sie das besser? Warum sind Sie plötzlich so ordinär? Beraten Sie mich, umwerben Sie mich. Ich soll doch etwas kaufen, oder? Das Neueste. Das ist hereingebracht. Wünschen Sie vielleicht einen Orgasmuskoffer? Durch starkes Vakuum werden die automatischen Saug- und Schleckbewegungen simuliert. Mit diesem Knopf können Sie die Geschwindigkeit einstellen. Das Ganze steigert sich dann bis zum völligen Orgasmus. Alles absolut hygienisch. Vielleicht? Spanische Fliege. Möglicherweise. Was gibt es noch? Enthemmungstropf. Habe ich die nötig? Weiß nicht, was Sie nötig haben. Weiß nur inzwischen, wer Sie hergebracht hat. Ah, so. Wer hat mich denn hergebracht? Psychiater. Es nimmt immer mehr zu. Immer mehr Menschen werden vom Psychiater hergeschickt.
Sie sind eine von diesen reichen Intellektuellen, die sich einen Psychiater leisten können. Also ja, mit ihren Hemmungen nicht fertig zu werden. Schickt das eh ins Porno-Geschäft, die Couch genügt nicht mehr. Wo arbeiten Sie? Beim Fernsehen. Die gehen alle zum Psychiater. Das ist mir auch recht. Aber warum lassen Sie einen kleinen Angestellten, der an jedem Gummischwanz nicht mehr als 2% vom Nettoverkaufspreis verdient, nicht in Ruhe? Jeder Burenwurstverkäufer verdient heute das Doppelte. Dreifach. Ich bin nicht in psychiatrischer Behandlung. Ist ja wahr. Überall irre. Frauen und irre. Wissen Sie, dass Sie ein netter Mann sind? Wollen Sie es noch einmal mit mir versuchen, ein letztes Mal? Ich könnte ja etwas Größeres kaufen. Da, diese Puppe zum Beispiel. Was kann man mit dieser Puppe alles machen? Ich nehme ja nicht an, dass es sich dabei um eine Schwimmhilfe handelt. Die ist für den Mann. Oh, Sie meinen, die wäre etwas für meinen Mann? Zeigen Sie mir doch, was er alles damit anfangen kann. Mein Mann ist sehr anspruchsvoll, wissen Sie, wie alle Akademiker. Das ist der Artikel M715 Lolita. Hier vorne. Danke, über die Verwendung dieser Öffnung bin ich im Bilde. Aber was bedeutet das zum Beispiel das Loch am Hinterkopf? Auf der Rückseite des Artikels M715 Lolita befinden sich 3 Löcher und 3 Regulierungsknöpfe. Dieses Loch hier am Hinterkopf dient der Reinigung der Mundöffnung, insofern eine Ejakulation stattgefunden hat. Der Knopf hier am Hals steuert die Zungenpneumatik, der hier am Hintern die Vaginapneumatik und der gleich daneben die Analverkehrspneumatik. Was darf man sich unter diesen diversen Pneumatiken vorstellen? Ja, praktisch gesprochen ist es so, wenn man das Knöpferl nach rechts dreht, wird das Loch weiter und wenn man es nach links dreht, wird es enger. Ganz wie Sie wünschen. Das, Sie meinen, wie es die Männer wünschen, ne? Dieser Artikel ist total anpassungsfähig, wie es der Kundschaft angenehm ist. Total anpassungsfähig. Ja. So habe ich mir die Freundinnen meines Mannes schon immer vorgestellt. Total anpassungsfähig. Hallo, ist der ganz von Gott verlassen? Und da nur den leisesten Kratzer bemerkt, dann zahlen Sie die Puppe. Aber den vollen Preis, das kann ich Ihnen sagen. Haben Sie noch einmal Glück gehabt? Jetzt verschwinden Sie da, aber Dalli, Dalli. Nehmen Sie nur. Es könnte ja doch etwas beschädigt sein. Ich will nicht, dass Sie wegen mir Unannehmlichkeiten bekommen mit Ihrem Chef oder mit wem auch immer. Mit Ihnen soll sich einer auskennen. Sind Sie vielleicht geil? Oh ja, ich brauche einen Mann. Nichts brauche ich dringender als einen Mann. Haben Sie einen für mich? Es muss kein Akademiker sein, irgendein Mann, der mir es richtig machen kann. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Hauptsache ein Mann, ein Mann, ein Mann! In meiner
sitzen 2000 Männer. Überall Männer, an allen wichtigen Positionen Männer. Männliche Redakteure, männliche Abteilungsleiter, männliche Intendanten, männlicher Generalintendanten, Männer, Männer, Männer. Aber wenn es drauf ankommt, versagen sie. Sie bringen es einfach nicht. Neulich gehe ich hinunter ins Archiv. Und wer sitzt da? Hä? Ein Mann natürlich, was sonst? Offen gesagt, er sah gar nicht so übel aus. Ich nehme diesen appetitlichen Archivar an der Hand und flüstere ihm mit tiefer, rauchiger Stimme ins Ohr. Haben Sie den Film Wiener Blut im Archiv? Ich brauche ihn für eine kurze Einspielung. Der knackige Archivar holt die Kassette, führt sie ein. Und als wir an die Stelle kommen, an der Willi Fritsch der Gräfin tief in die Augen schaut, da halte ich es nicht mehr aus. Das ist der Young Boy. Kann mit 5 verschiedenen Penisgrößen ausgestattet werden. Kann er auch tanzen? Wiener Blut, welche Glut. Schauen Sie doch nicht so, sagt die Gräfin zu Willi Fritsch. Geben Sie mir doch ein Pussy. Das war gar nichts. Jetzt nehmen Sie mich einmal anständig um die Mitte. Wiener Blut, das braucht Sie nicht zu beunruhigen. Wenn der Young Boy zu sehr drückt, dann geht ihm automatisch die Luft aus. Da kann er nie kaputt gehen. Schon ein seltsamer Mensch. Wie heißt das? Himmelhoch jauchzen und im nächsten Moment zu Tode betrübt. Sie müssen entschuldigen. Kann ich was für Sie einpacken? Oder für Ihren Mann? Für meinen Mann? Habe ich einen Mann? Ich muss wirklich nachdenken, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und Sie? Haben Sie eine Frau? Sind Sie verheiratet? Ja. Glücklich verheiratet? Ja. Tatsächlich? Sie lieben Ihre Frau? Ja, schon. Und Ihre Frau liebt Sie? Ja, sicher. Und sowas gibt es noch auf dieser Welt. Ihr seid also beide wirklich glücklich und zufrieden. Sie ist brav. Ah, lassen Sie mich raten. Ihre Frau kommt vom Lande. Ja. Aus dem tiefsten Waldviertel. Von den Philippinen. Ah ja. Nachdem Sie aus mir eine Polizistin und einen psychiatrischen Fall gemacht haben, werde ich jetzt einmal Vermutungen über Sie anstellen. Ich fürchte nur, dass meine Vermutungen der Wahrheit näher kommen als Ihre. Ihre Frau kommt von den Philippinen, sagen Sie. Da gibt es doch diese Kataloge mit Fotos von philippinischen Mädchen, ne?
Die werden als willig und problemlos angepriesen. Die kann man so richtig bestellen. Wie ihre Artikel hier. Geld hin, Ware her. Was man gekauft hat, das gehört einem. Damit kann man machen, was man will. Das kann man benutzen, wie man will und so oft man will. Mein Gott, es ist so widerwärtig, was die Männer mit den Frauen alles aufführen. So entsetzlich widerwärtig. Schauen Sie. Na, jetzt rücken Sie schon heraus mit der Sprache. Wo haben Sie Ihre sogenannte Frau kennengelernt? Auf der Musikakademie. Entschuldigung. Ich muss Sie schon wieder um Entschuldigung bitten. Ich lerne Sie hier in dieser trostlosen Umgebung kennen und kann natürlich nicht ahnen, dass Sie auf der Musikakademie waren, Sie und Ihre Frau. Welches Instrument spielen Sie? Bevor ich zum Fernsehen kam, habe ich geschrieben, Gedichte. Einige davon wurden in einer niederösterreichischen Literaturzeitschrift veröffentlicht. Das Pult, kennen Sie das Pult? Ich war Portier auf der Musikakademie. Ja, das ist sicher auch ein schöner Beruf. Na, das ist kein schöner Beruf. Den ganzen Tag zieht's. Am Abend tut einem alles weh. Habe mich beschwert. Haben Sie mich in den Heizungskeller gesteckt. Dort war's zu heiß. Sie dürfen nicht glauben, dass ich etwas gegen Arbeiter habe. Wir stammen alle vom Proletariat ab. Ich bin kein Prolet! Biete ich mir aus. Auch wenn mich die Bundestheaterverwaltung wie einen Proleten behandelt hat. Ich bin kein Prolet, sage ich Ihnen. Ich sage nur das eine. Des Meeres und der Liebe Wellen. Wie schön. Von Franz Grillparzer. Ich weiß. Ja, was Sie schon wissen. Des Meeres und der Liebe Wellen. Und wissen Sie, wann da die letzte Vorstellung im Burgtheater war? Na, das wissen Sie nicht. Und dass jeder Mensch ein Schicksal hat, das wissen Sie auch nicht. Jeder Mensch hat ein Schicksal. Da bin ich sicher. Wissen Sie überhaupt, was Schicksal auf Indisch heißt? Nein, weiß ich nicht. Karma. Karma. Jeder Mensch hat ein Karma. Auch wenn er nur in seinem Pornoladen Schwänereien verkauft. An Leute wie Sie, die da hereinkommen, sich über ihn lustig machen, aber ich warne Sie. Karma kennt keinen Spaß. Verstehen Sie was von Chiropraktik? Ich habe manchmal schreckliche Kreuzschmerzen. Ja, da müsste man sich so... Man soll Leute, die nicht studiert haben, nicht für minderwertig anschauen. Die Inder sind als Volk viel älter als beispielsweise die Österreicher. Das kann ich Ihnen sagen. Gemütlich hier bei Ihnen. Wollen Sie nicht wissen, warum ich in dieses Geschäft gekommen bin? Sind Sie eigentlich katholisch? Ja, sicher. Ist ja fast jeder. Ihre philippinische Gattin ist ja auch katholisch? Ja, sicher. Auf den Philippinen ist ja fast jeder katholisch. Ich bin auch katholisch. Sonst könnte ich nicht in der Abteilung Kinder und Familie arbeiten. Ich glaube, ich bin ein bisschen masochistisch. Ja, sicher. Ist ja fast jeder.
Also, ein bisschen fürchte ich mich jetzt schon vor Ihnen. Ja, sicher, ist ja normal. Und dass Sie die Tür absperren und den Vorhang vorziehen, ist auch normal? Ja, ja, ganz normal. Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Die Sexualität zwischen mir und meinem Mann hatte ja schon etwas Routineartiges. Es war eine liebevolle Gleichgültigkeit, wie sie unter kultivierten Menschen sicher des Öfteren vorkommt. Er küsste lange und zart meine Brust, meistens die linke, und liebte mich dann ganz ruhig von der Seite. Klingt schön, nicht wahr? War aber nicht schön. Die meiste Zeit dachte ich dabei an berufliche Dinge. Dass ich noch Termine im Schneideraum organisieren muss, dass der Kirchenbeauftragte vorher die Texte absegnen muss und solche Sachen. Das Einzige, was ich spürte, waren die nassen Flecken im Leintuch, wenn sie immer kälter werden. Kennen Sie das? Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen auf einmal so intime Dinge erzähle. Irgendwie erinnern Sie mich an meinen Mann. Der hatte auch so eine ruhige, verständnisvolle Art. Als er mich wieder einmal in seiner ruhigen Art bat, sein Dings da in den Mund zu nehmen und ihm einen zu... Also ich kann diese Wörter noch immer nicht aussprechen, es tut mir leid. Also als er mich bat... es ihm mit dem Mund zu machen, da sagte ich ihm, dass mir diese Sache überhaupt nichts geben würde. Nicht, dass es mich davor ekeln würde, nein, nein, es sei mir nur einfach zu anstrengend und außerdem würde ich dabei manchmal keine Luft mehr kriegen. Er starrte mich an und schrie, was ansonsten überhaupt nicht seine Art war. Und das sagst du mir erst jetzt, nach 15 Jahren Ehe, schrie er und packte mich mit beiden Händen an den Schultern. Das hat mir irgendwie gefallen. Kratzen, Bisse, Schläge. Wie bitte? Hat er brutalisiert, der Gatte. Sie meinen, ob er noch fester zugepackt hat? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube, die ist richtig. Sind Sie wahnsinnig geworden? Sie Wahnsinniger! Jetzt weiß ich, warum man Sie in den Keller der Musikakademie gesteckt hat. Einsperren hätte man Sie müssen in diesem Keller nie wieder herauslassen. Schauen Sie, so kann man nicht arbeiten, das sage ich Ihnen gleich. Ja? Sie sind ja ein Tier. Jetzt ab. Lassen Sie hier nie wieder blicken, ja? Ach. Wollen Sie jetzt eine Masochismusvorführung oder wollen Sie keine Masochismusvorführung?
Haben Sie irgendwelche musikalischen Vorlieben? Mir ist alles recht, nur keine Weihnachtslieder. Letzte Weihnacht musste ich für Licht ins Dunkel den musikalischen Background zusammenstellen und mir 400 Weihnachtslieder anhören. Was ist? Entschuldigen Sie. Aber bevor ich zum Fernsehen kam, habe ich beim Rundfunk für die Wunschsendung gearbeitet. Den Gefangenenchor aus Nabucco halte ich nervlich nicht mehr durch. Passt Mozart? Ja, wie Sie wünschen. Ja, wie Sie wünschen. Wunderbar, wunderbar. Ziehen Sie das Kleid aus. Halt! Das Kleid ausziehen, habe ich gesagt. Nicht den Oberkörper freimachen. Wir sind doch hier nicht beim Arzt. Anziehen. Was ist das? Schwarzlederne Miederkombination, vierfach verschnürt. Mit Vollfesselung und Hängevorrichtung. Kostenpunkt? 4.990. Ja, da sind aber sämtliche verchromte Ketten dabei und die Reservekarabiner. Und ein Doppeldongo kriegen Sie noch als Zulage. Mit einem Doppeldongo ist das Angebot wirklich günstig. Trotzdem, ich habe mir das Ganze etwas persönlicher vorgestellt. Anziehen. Also ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Ich ziehe dieses Lederunikum an. Aber wenn ich mich irgendwie unwohl fühle, brechen wir die Sache sofort ab, ja? Ja, sicher. Die Musik passt. Ja, sicher. Wir verstehen uns richtig. Das Ganze ist ein Spiel. Und wenn ich sage, jetzt ist Schluss, verstanden? Ja, sicher. Nein. Nein, das ist nichts für mich. Wieso? Nein. Steht Ihnen sehr gut. Finden Sie? Ja. Was ist das? Die Halskrause. Die ist mir nicht angenehm. Ja, wenn man hier die Lasche zuzieht, da kann es zu einer Ejakulation kommen. Bei Männern. Das freut mich für die Männer. Mich persönlich stört schon der oberste Kragenknopf meiner Blusen. Was ist das? Die Vollfesselung. Hier hackt man die Karabiner ein, dann werden sie mit dem Flaschenzug hochgezogen und sind gefesselt. Nein, ich glaube nicht, dass ich das will. Ich würde sagen, wir beenden das Spiel. Es war sehr lehrreich, es war sehr interessant, aber jetzt ist es genug. Ich glaube nicht, dass ich das will. Ich glaube nicht, dass ich das will. Warum geschieht denn immer alles, was die Frauen wollen? Ja, Kind ist, bestimmt die Mutter. Wenn man verheiratet ist, bestimmt die Frau. Im Berufsleben stehen, kommen die Frauen. Nehmen einen den Beruf weg. Die Frauen dringen ja überall hinein. Wie die Kraken mit ihren langen Fangarmen holen sie einen an ihre fette Brust, dass man erstickt. Die Frauen bringen die Männer um. Ich will Sie an, lassen Sie mich los. Lassen Sie mich um Gottes Willen los. Ja, es ist ja ganz richtig, dass Sie hier protestieren. Nur müssen Sie mich mehr um Gnade anflehen. So ist das beim Masochismus-Spiel. Ich bin der Henker
Und Sie sind das Opfer. Also spielen Sie. Kommen Sie. Aber ich spiele nicht. Spiel. Ich bin der Mutter. Ich meine es ernst. Ernst, ja, oh, ernst. Vollkommen. Hilfe. Wissen Sie, warum ich eine Asiatin geheiratet habe? Sie hat so kleine Brüste. Da kann man nicht ersticken. Und wissen Sie, warum ich hier in einem Pornoladen arbeite? Weil man hier von keiner Frau vertrieben werden kann. In keinem Pornoladen unseres Landes arbeitet eine Frau. Es gibt keine Pornoverkäuferinnen und keine Chiropraktikerinnen. Darum studiere ich Chiropraktik, falls die Frauen doch noch in die Pornoläden eindringen. Frauen dringen überall hin. Vielleicht gibt es schon weibliche Chiropraktiker. Kennen Sie eine? Bitte, lassen Sie mich los. Ich habe schreckliche Kreuzschmerzen. Ja. Sie bringen mich auf. Ja, so ist das. Ich habe die Plage. Und Sie haben den Genuss. So ist das. Der Mann verliert immer. Und die Frauen gewinnen immer, ob man sie streichelt oder ob man auf sie draufhaut. Der Mann ist der Verlierer. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie reden? Ich war Souffleur im Burgtheater. War der letzte männliche Souffleur im Burgtheater. Am 3. September 1963 war meine letzte Vorstellung des Meeres und der Liebe Wellen von Franz Grillparzer mit der Christiane Herbiger als Hero, dem Stender als Leander, dem Gasser als Nauklerus. Ich hing an den Lippen der Herbiger und sprach ihren Text mit: Musst hüten jenes Mannes Blick, darfst nicht reden, musst schweigen, flüstern, ob du auch im Recht. Tag drauf war's aus. Bundestheaterverwaltung schickte mich kalt lächelnd in die Loge der Musikakademie und von dort in den Heizungskeller. Eine Frau bekam meinen Posten. Ich war der letzte männliche Souffleur im Burgtheater. Mein Mann ist beim Bund sozialistischer Akademiker. Er kennt jede Menge Psychiater und Richter. Psychiatrieren lassen. Er wird sie einsperren lassen. War es nicht gut für Sie? Mir solche Mühe gegeben, dass Sie auch was davon haben. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, sind wir schon ganz nahe am Orgasmus. Bei gewöhnlichen Masochismusvorführungen gehe ich ja nicht so weit. Besonders schauspielerisch bin ich diesmal sehr weit gegangen. Und nicht, weil Sie mir die 500 Schilling gegeben haben, sondern aus Sympathie. Alle Männer sind irre, irre. Und Sie sind der größte Irre. Warten Sie, das geht nicht. Ich will aus diesem Mieter heraus. Ich will aus diesem Lokal heraus. Das geht nicht von Sie. Kommen Sie. Oh, mein Kreuz. Ja. Was ist mit meinem Kreuz los? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was? Ich habe Angst. Nein. Warten Sie, ich schaue noch. So. Kommen Sie, ich schaue noch. Nichts Besonderes. Kleiner Bandscheibenvorfall. Was? Ein beginnender. Das werde ich gleich in Ordnung bringen. Wie denn?
Mit einem Griff, ich muss nur nachschauen. Warte. Da haben wir's. Abbildung 3 sind Sie. Um Gottes Willen. Seit wann beschäftigen Sie sich überhaupt mit Chiropraktik? In letzter Zeit immer mehr. Es wird heute so viel über die EU geredet. In Deutschland sind da die Frauen schon im Pornogeschäft. Beate Use, Therese Orlowski. Wenn wir jetzt dann zur EU gehören, dann dringen die Frauen auch zu uns ins Pornogeschäft. Als Verkäuferinnen, als Leiterinnen auf allen Ebenen. Da bleibt nur noch die Chiropraktik. Ich glaube, es gibt auch schon Chiropraktikerinnen. Dann bringe ich mich um. Warum muss ausgerechnet ich diesem Irren begegnen? Der letzte männliche Souffleur des Burgtheaters. Wer denkt denn an sowas, wenn er in ein Pornogeschäft geht? Warte. Au, machen Sie doch was, ja. Bitte! Au! Kommen Sie. Warten Sie. So, warten Sie. Jetzt ganz ruhig sein, ja? Ja. Und ganz locker. Lass du mal weg. So. Ja. Achtung, und jetzt kräftig ausatmen, ja? Und. Ah. So. Au! Was? Tatsächlich, der Schmerz ist weg. Das ja, ist kommen unglaublich. Sie. Ja, legen Sie sich hin, warum? Dass sich die Nerven beruhigen. So. Ja. Ja, das ist angenehm. Das hat jede gern. So. So. Wissen Sie, was Sie vor ungefähr einer halben Stunde zu mir gesagt haben? Mit Ihnen soll sich einer auskennen, haben Sie zu mir gesagt. Ich kenne mich mit Ihnen auch nicht aus. Erst führen Sie sich auf wie ein Mörder, bringen mich halb um. Jetzt massieren Sie mich. So angenehm und zart, wie ich es schon seit Jahren nicht mehr erlebt habe. Ah. Wussten Sie, dass in Hamburg beinahe 2/3 der Menschen als Singles leben? Stellen Sie sich das vor. Beinahe 3/4 aller Menschen leben allein. Jeder allein in seiner Wohnung. Jeder hat seinen eigenen Kühlschrank. Jeder hat sein eigenes Auto. Jeder hat sein eigenes Telefon. Und jeder sehnt sich nach dem anderen. Verrückt, oder? Sie haben eine sehr schöne Wirbelsäule. Wie bitte? Ihre Wirbelsäule, die ist irgendwie hübsch. Also, ich habe ja schon alle möglichen Komplimente bekommen. Für meine Figur, für meinen Busen, für meinen Hintern, für meinen Haaransatz. Sogar auf meine Schamlippen hat ein niederösterreichischer Lyriker einmal ein Gedicht geschrieben. Aber. Aber meine Wirbelsäule hat noch niemand hübsch gefunden. Ja, ich bin ja auch kein Niemand. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe ein ganz besonderes Karma. Ja. Ja. Ich weiß, Sie sind ein indisches Edelschicksal. Ja. Aber beruhigen Sie sich, was Ihnen so besonders vorkommt, das ist für uns Frauen alltäglich. Frauen werden ununterbrochen entlassen. Bei der geringsten Wirtschaftskrise sind sie draußen. Weg, 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 weg mit Ihnen. Und da ist keine Bundestheaterverwaltung, die Ihnen einen Ersatzjob nach dem anderen anbietet. Das ist ja nicht wahr. Halbe Burgtheaterdirektion besteht aus Frauen. In Spitzient dort ist auch eine Frau. Ja, ja. Mit Frauen kann man ja machen, was man will, hernehmen. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, stößt man sie wieder weg. So geht man mit Dingen um, nicht mit Menschen.
Würden Sie einen Mann, der hier in Ihr Geschäft kommt, auch so aufhängen wie mich? Wie ein Stück totes Fleisch, sagen Sie schon. Machen Sie das mit Männern auch so? Das Ganze ist doch nur ein Spiel. Zieht an Ihre Hände oder ist mir kalt? Nein, mir ist nicht kalt. Es sind tatsächlich Ihre Hände, die zittern. Der große, starke Mann hat Angst. Wovor denn? Dass ich meinem Mann erzähle, was hier vorgefallen ist, ha? Vielleicht tue ich es. Vielleicht auch nicht. Hängt ganz von Ihnen ab. Von mir? Wieso denn von mir? Ob Sie mitspielen? Jetzt ziehen Sie das an! Das können Sie nicht von mir verlangen. Nein! Nein! Ihr Mann, der kann mir gar nichts anhaben. Sie wollten doch das Masochismus-Spiel. Wir erfüllen hier nur Kundenwünsche. Sonst nichts. Ja, Sie haben recht. Ich werde meinem Mann nichts erzählen. Mein Mann und seine Freunde. Dieser Bund sozialistischer Akademiker sind doch alles Schlappschwänze. Kaputte Ex-68er. Das Einzige, was die hochkriegen, ist die Bierflasche. Klausthaler alkoholfreies Bier. Die können ihnen doch nichts anhaben, ha? Sie sind doch ein harter Bursche, beinhart und brutal. Da fährt die Eisenbahn drüber. Hä? Nein, für Sie kommt nur ein Auftritt in der Zeit im Bild in Frage. Ja? Sie wissen ja, dass ich beim Fernsehen arbeite. Man kennt sich natürlich untereinander. Ich werde also den Nachrichtenleuten erzählen, was mir hier zugestoßen ist. Und ich kann mir schon vorstellen, was die daraus machen werden. Man kennt ja diese Journalisten. Ex-Burgtheater-Souffleur peitscht Fernsehredakteurin. Hä? Seit er nicht mehr souffliert, wurde er zum Unhold. Ins Grobe gesprochen. Sie machen Spaß. Natürlich mache ich Spaß. Ziehen Sie das Mieder an. Zieh es heute an. Wenn es Ihnen Spaß macht. Ihnen soll es Spaß machen. Mir macht es Spaß. Sie das? Ich hab's gern, wenn es ganz still ist. Wer hat denn gesagt, dass Sie sich aufhängen sollen? Ja, damit Sie mich besser peitschen können. Wer hat denn gesagt, dass ich Sie peitschen will? Sind Sie eigentlich Ihrer kleinen Asiatin treu? Haben Sie mich verstanden? Ja, sicher. Dann geben Sie mir doch eine Antwort. Ich schlage Sie nicht, ich peitsche Sie nicht, ich breche Ihnen keine Knochen. Ich frage Sie etwas und will eine klare und einfache Antwort haben. Sie sind Ihrer Frau treu, ja oder nein? Ja, im Großen und Ganzen schon. Und im Kleinen? Sie wissen ja, wie das ist. Nein, weiß ich nicht. Ein Mann braucht ab und zu eine Abwechslung. Hm? Immer nur Hausmannskost, Sie verstehen. Oh ja, das verstehe ich. Jeden Tag Schnitzel und Erdäpfelsalat, das hält man auf die Dauer nicht aus. Ihre asiatische Gattin kocht jeden Tag Schnitzel?
Das war ja nur symbolisch. Sie kocht übrigens ausgezeichnet. Besonders gut macht sie Adobo, so eine asiatische Spezialität mit gebratenen Ananas und gebratenen Bananen. Wenn Sie mal zu uns zum Essen kommen wollen, die wird sich sicher sehr... Wie viele Löcher hat dieses Band? Sieben. Sieben. Sieben Löcher. Und mit jedem Loch wird die Halskrause enger und drückt ins Fleisch. Beim letzten Loch müsste Ihnen eigentlich die Luft ausgegangen sein. Das Ganze ist ein Spiel, ja, und bleibt ein Spiel. Was denn sonst? Oh. So, na jetzt erzählen Sie. Erzählen Sie von Ihren kleinen Ausflügen. Und den kulinarischen Abwechslungen. Der Kavalier genießt und schweigt. Soll ich nachhelfen? Nein, bitte. Also gut. Also gut. Als Ihre Frau schwanger war, da haben Sie sich eine andere angelacht. Ja, nein. Ja, so war es doch, oder? Nein. Ihre Frau hat nicht mehr mit Ihnen geschlafen und nach der Geburt ist sie sehr bald wieder in ihr Büro gegangen, weil sie Angst hatte, den Job zu verlieren. Meine Frau war nie schwanger, sie ist unfruchtbar. Doch, sie hat eine Frau und als Sie eine Freundin hatten. Nein. Leugnen Sie doch nicht. Ist doch nicht so schlimm. Alle Männer rennen zum nächsten Loch, wenn das der eigenen Frau vorübergehend geschlossen hat. Das ist doch grad fast ganz normal. Hm? Normal! Bitte, bitte! Wie ist es denn beim nächsten Loch? Oh. Ha? Oh. So! Oh. Und beim nächsten? Beim nächsten ist das geil! Ist das geil! Ich hatte einen Kaiserschnitt! Natürlich hast du mich besucht. Hast meine Hand gestreichelt und hast mir gesagt, dass du jetzt gehen musst. Weil du ja nicht nur mich, sondern viele Patienten hättest, die alle auf dich warten würden. Und man würde dich sofort benachrichtigen, wenn es mit mir eine Komplikation gäbe. Und du hast dich mehrmals von mir verabschiedet und mich immer wieder gefragt, ob es mir wohl nichts ausmachen würde, dass du jetzt gehen musst. Und ich habe dir geantwortet, auch mehrmals, nein, nein, nein. Liebster, es macht mir nichts aus. Ich hatte so furchtbare Schmerzen. Und du bist in deine Privatpraxis gefahren und hast diese Medizinstudentin getroffen. Und Jahre später hast du mir gesagt, dass du sie treffen musstest, weil sie nervlich so durcheinander war. Und ich bin sicher, du hast mit ihr geschlafen. Ich kenne gar keine Medizinstudentin. Immer nur Lügen. Ich glaube dir kein Wort mehr. Nie wieder glaube ich dir ein Wort. Du kannst mir erzählen, was so wie ist. Bitte. Ich glaube dir kein Wort. Ist das wirklich so geil? Ist das der berühmte Orgasmus? Bitte. Kurz bevor man erstickt. Bitte, ich habe eine kleine Eigentumswohnung gekauft auf Rat. Wenn mir was passiert, muss sie die ganzen Raten zahlen. Das kann sie nicht. Das kann sie nicht. Jetzt sind wir schon 4 Jahre getrennt. Und noch immer kommen Anrufe und Briefe von fremden Frauen. Bitte machen Sie mich los.
Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie jetzt das Mieder? Meeres und der Liebe Will von Franz Grillparz. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Am Montag kommt neue Ware. Noch härtere Sachen.